Damit seit langem mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns mit dem Thema Open Car System bzw. digitales Car System beschäftigen. Das heutige Video möchte ich ganz dem Thema Antriebssysteme bzw. Fahrzeugantrieb widmen. Ja. Ich habe es hier mal hingestellt, ich habe hier mal so ein Original-Faller-Car-System-Fahrzeug hingestellt, ich habe hier mal unseren Econic hingestellt mit diesem Antrieb hier drin und ich habe einfach mal noch einen Motor mit einem Zahnrad hier hingelegt. Und ja, in dem Video will ich euch halt auch mal zeigen jetzt, warum es eigentlich bei einem digitalen Car-System, ja, warum da der Original-Faller-Car-System-Antrieb, ja, weniger geeignet ist, beziehungsweise ja, eigentlich ist er gar nicht geeignet dafür. Und warum das so ist, möchte ich euch heute in diesem Video zeigen und möchte euch halt einfach auch mal ein bisschen sensibilisieren mit diesem Video in dem Thema Fahrzeugantrieb und dass man halt gerade bei einem digitalen Car-System da mehr ein Augenmerk drauf haben sollte und auch da ruhig, sage ich mal, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr ausgeben, weil ich habe das schon oft gehört, sage ich mal, von vielen Leuten. Ja, entweder nehmen sie ihren Originalfallerantrieb oder nehmen hier einfach so Motor-Zahnrad-Kombination, friemeln das irgendwie in ihr Fahrzeug da unten rein, schließen dann den Decoder dran an und dann wundern sie sich, warum das Fahrzeug schlechte Fahreigenschaften hat. Und dann sagen sie, ja, alles scheiße, Decoder funktioniert nicht und. Dabei liegt das Problem nicht am Decoder, sondern es liegt vielmehr an dem Fahrzeugantrieb, der einfach für das digitale Car-System nicht geeignet ist. Und ich sage halt immer, ja, auch die Elektronik, ja, wenn halt meine Hardware hier, also mein Antrieb, Müll ist, dann kann eine Elektronik aus Müll kein Gold machen. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Eine Elektronik, die kann auch noch viel aus einem Antrieb rausholen und den noch verbessern, aber halt aus Müll Gold machen, das geht halt auch nicht. Und warum man bei einem digitalen Car-System da jetzt mehr ein Augenmerk drauf haben soll, das zeige ich euch jetzt. Bevor ich euch jetzt zeige, warum bei unserem digitalen Car-System der Antrieb eine höhere Gewichtung hat und warum es auch wichtig ist, sich da näher mit zu beschäftigen, möchte ich euch erst nochmal zeigen, was eigentlich das Wort Antrieb ja, im Detail oder genauer bedeutet und welche Aufgaben dieser Antrieb bei uns im Car-System-Fahrzeug eigentlich hat. Dazu habe ich mal Wikipedia bemüht und hier ist es auch ganz gut und schön erklärt. Ja, in der Technik. Ja, wenn wir von einem Antrieb reden, reden wir ja immer von der Technik bei uns in unserem Bereich. Deshalb in der Technik wird mit Antrieb eine konstruktive Einheit bezeichnet, die mittels Energieumformung eine Maschine bewegt. Häufig ist dies ein Motor mit einem eventuell notwendigen Getriebe. Es gibt Drehantriebe und Linearantriebe. Und in diesen drei Sätzen steht eigentlich alles drin, denn unser Motor, also unser Antrieb im Car-System-Fahrzeug, das ist ein Motor mit Getriebe, also Car-System-Fahrzeuge, bei denen der Motor das Fahrzeug direkt antreibt, ohne vorgeschaltetes Getriebe, die gibt es nicht. Ja, also wenn, dann haben wir immer die Kombination Motor mit Getriebe und auch unser Motor ist bei unseren Car-System-Fahrzeugen ist das immer ein Elektromotor, ein sogenannter E-Motor. Ja, und auch der macht eine Energieumformung, denn er wandelt elektrische Energie in eine Drehbewegung um. Folglich ist auch unser Car-System-Antrieb ein Drehantrieb. Welche Aufgaben hat jetzt unser Antrieb im Car-System-Fahrzeug? Naja, er muss, ja, blöde Frage, ne? Aber ja, er muss unser Fahrzeug einfach einmal in Bewegung setzen. Weiterhin, klar, muss er natürlich die Kraft haben, unser Fahrzeug eine Steigung hochziehen zu können. Ja, weil viel oftmals haben wir irgendwelche Tunnel oder Gebirgsstrecken und da muss er ja auch in der Lage sein, unser Fahrzeug
da diesen Höhenunterschied zu überwinden. Und ja, ich habe es jetzt hier mal in Klammern gesetzt. In gewissem Sinn bremst unseren Antrieb auch unser Fahrzeug im Gefälle ab. Ja. Wir haben ja bei unseren klassischen Fahrzeugen keine klassischen Bremsen wie bei einem normalen Fahrzeug, sondern da muss das ja alles unseren Antrieb übernehmen. Und das sind eigentlich die Aufgaben eines Antriebs in unserem K-Systemfahrzeug. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen analogen K-Systemfahrzeug, so wie wir es von früher kennen, und einem digitalen K-Systemfahrzeug? Warum muss ich da jetzt das unterscheiden, und warum muss ich bei einem digitalen Fahrzeug da mehr ein Augenmerk drauf legen? Deshalb schauen wir uns zunächst erst nochmal den Schaltplan eines normalen K-Systemfahrzeugs an. Ja, der ist relativ übersichtlich. Ich habe hier meinen Akku, meinen einen Ausschalter, meinen Motor, meinen Riedkontakt, und das Ganze ist so verkabelt. Ja, eigentlich eine Reihenschaltung. Damit das Ganze jetzt noch komplett wird, machen wir noch die Ladebuchse dazu. Ja, so. Das ist mein Schaltplan von einem analogen K-Systemfahrzeug, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Und das Ganze ist auch relativ einfach. Ich habe eigentlich nur zwei Geschwindigkeitsstufen. Entweder habe ich Vollgas oder habe ich Stopp. Ja, ist also mein Akku hier, mein einen Ausschalter hier oben ausgeschaltet. Steht natürlich mein Fahrzeugmotor. Schalte ich hier oben meinen einen Ausschalter ein, beginnt mein Fahrzeug, sofern der Riedkontakt geschlossen ist, beginnt mein Fahrzeug mit Vollgas, also das, was der Akku hierher gibt, beginnt mein Motor zu drehen. Ja, und mein Fahrzeug fährt mit der Spannung, die ich halt zur Verfügung habe, fährt es halt los. Ja, öffne ich hier oben den Riedkontakt, habe ich sozusagen eine Notbremsung, nämlich von jetzt auf nachher auf Stopp. Schließe ich den Riedkontakt wieder, ja, Vollgas, los. Ja. Heißt also, ich habe nur zwei Geschwindigkeitsstufen, und alles, was ich bei meinem Antriebsdesign hierbei beachten muss, ist eigentlich nur, mein Fahrzeug darf einfach nicht zu schnell werden. Ja, also wenn ich bei einem vollgeladenen Akku darf das halt keine 300 km/h fahren, sondern na, das sollte halt so die Standard-Fahrzeuggeschwindigkeit haben, die irgendwo bei 60, 70 km/h rumliegt. Ja. Das muss ich dabei beachten, mehr nicht. Und damit wir auch mal sehen, dass es tatsächlich so ist, dass halt mein Fahrzeug so an die 60, 70 km/h hier fährt, habe ich jetzt hier einfach mal mein K-Systemfahrzeug, das ich noch habe, mein altes, habe ich jetzt hier mal auf meinen Speedmeter gestellt. Allerdings habe ich jetzt mein Fahrzeug hier mit Strom am Netzteil hängen, weil einfach der Akku schon matsch ist und ich jetzt auch keinen Akku mehr gehabt habe, keinen Original mehr. Deshalb mache ich das Ganze jetzt übers Netzteil. Ihr könnt es hier auf einem Multimeter sehen. Ich werde jetzt mal hier 1,2 Volt, was dieser Akku hat, einfach mal anlegen. Und dann können wir auch parallel auf dem Computer, habe ich jetzt mal mein experimentelles PC-Interface für den Speedmeter aufgemacht. Da können wir das dann auch alles nochmal schön ablesen. Beziehungsweise ich blende euch das jetzt hier oben im Eck ein. So, Achtung, ich schalte ein. Und hier können wir sehen, dass jetzt unser Fahrzeug quasi mit knapp 1,2 Volt läuft, 1,9 irgendwas, das ist sozusagen 2 Volt. Und da haben wir so an die 70 km/h. Und das ist so eigentlich so die gängige Faller-K-Systemgeschwindigkeit. Ja. So, und schalte ich mein Netzteil wieder aus. Steht es von jetzt auf nachher. Schalte ich es wieder ein. So. Fährt er wieder weiter. Da sieht man auch mal, ja, das schwankt alles mal ein bisschen. So, aus. Und wieder ein.
So. Aus. So. Also, jetzt haben wir es auch nochmal live gesehen. So sieht das Ganze aus bei einem Faller-K-System-Fahrzeug. Entweder habe ich meine 70 km/h oder nichts. Und hier musste ich jetzt halt nur gucken, ja, es sollte jetzt nicht gerade 100 fahren und es soll auch nicht, es soll halt irgendwo in dem Bereich liegen. So, dann, was ist jetzt der Unterschied zu einem Open-Car-System-Fahrzeug? Beziehungsweise, das Ganze gilt natürlich für jedes digitale Car-System-Fahrzeug. Ja, ich meine, den Schaltplan kennt ja jeder. Zum einen haben wir natürlich hier beim Car-System, beim digitalen Car-System Akkus, die mindestens mal so bei 2,5 Volt losgehen und so an die 4,2 Volt hochreichen. In der Regel haben wir hier unsere LiPo-Akkus mit 4,2 Volt in der Spitze bis, ja, Nennspannung 3,7 Volt. Und da brauchen wir natürlich einmal einen Motor, der natürlich die Spannung ab kann. Konnten wir bei einem V3-Decoder hier noch in die Steuerleitung vom Fahrmotor noch Dioden schalten zur Reduzierung unserer Motorspannung, ist das jetzt seit dem V5-Decoder endgültig Geschichte. Da hier die ganze Steuerelektronik für den Motor vollständig auf den Decoder integriert ist, können wir hier keinerlei Dioden mehr in Reihe schalten, um die Motorspannung zu reduzieren. Weiterhin haben wir natürlich jetzt bei einem digitalen Car-System nicht mehr nur zwei Geschwindigkeitsstufen, nämlich Nix und Vollgas, sondern wir haben, wie auch bei einer Lok, je nachdem, was wir für einen Modus haben, entweder 28 bzw. 127 Fahrstufen. Ja. Heißt also, wir haben hier so eine schöne Geschwindigkeitskennlinie auch. Die geht natürlich los bei Stillstand 0 bzw. Vmin bei der Fahrstufe 1 und endet irgendwo bei Vmax bei der Fahrstufe 127 oder 28. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass unser Car-System-Antrieb diesen kompletten Geschwindigkeitsbereich abfahren kann. Ja. Heißt also einmal, er muss die Vmin, was auch immer das jetzt ist, ja, ich habe jetzt hier mal keine Vmin definiert, einfach nur, ich habe eine Vmin, eine Mindestgeschwindigkeit, darunter ist halt nichts mehr. Beziehungsweise darunter ist nur noch Stillstand. So, und ich habe hier oben halt eine Vmax, was auch immer das ist. So. Das Ganze werden wir jetzt mal ein bisschen näher definieren. Ich habe jetzt hier einfach mal hingeschrieben, ich habe jetzt eine Geschwindigkeitskennlinie, die ist suboptimal. Ja, also ich habe hier einmal meine Vmin von 5 km/h und ich habe hier einmal oben, habe ich jetzt meine Vmax von 300 km/h hingeschrieben. Ja, wenn ich so ein Antriebdesign, jo, würde natürlich gehen, ob mir das was bringt, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Denn was bringt mir das, wenn mein Fahrzeug in der Spitze 300 km/h fahren kann, ich aber auf der Anlage maximal 70 km/h fahre? Ja, oder meine Autos maximal 70 km/h fahren, was bringt mir das, wenn dann ein Antrieb 300 km/h kann und ich habe hier nur diesen Range an Geschwindigkeits-, an Fahrstufen? Ja. Ich meine, gehen tut das. Ich darf mich halt bloß nicht wundern, warum meine Fahrzeuge blöde fahren. Ja? Und das wäre jetzt halt auch so, dass der Klassiker, sage ich mal, bei einem Car-System-Fahrzeug mit einem Fallerantrieb, ja, wir haben gesehen, bei 1,2 Volt hat der seine 70 km/h gehabt. Das wäre jetzt, ja, eventuell, sage ich mal, ist das so. Ja, ich bezweifle, beziehungsweise ich weiß es, dass er auch diese Vmin von 5 km/h schon nicht hinkriegt. Ja, der braucht mindestens, das sind mindestens 10 km/h, glaube ich, was die Dinger können. Darunter geht nichts mehr. Heißt also, was bringt mir das, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, vielleicht 10 km/h habe und habe dann hier so einen kleinen Range bloß, ja.
ich sag mal, ich verschenke halt einen Haufen Gramm, ja, und kann mein Fahrzeug nur sehr, sehr grob regeln, ja, weil ich kann mir jetzt mal überlegen, ja, Fahrstufe 1 bis 32, ja, das sind 31 Fahrstufen, wir haben 65 km/h Differenz im Moment, oh, das ist pro Fahrstufe ein bisschen mehr wie 2 km/h Unterschied, ne, pah, das ist halt schon grob, ja. Also da brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Fahrzeug blöde läuft. Deshalb ist es eigentlich besser, sage ich mal, wenn ich einen Antrieb designe, der in etwa so aussieht. Ich sage mal, ich habe hier meine Vmin von 5 km/h. Ich kann natürlich da auch drunter gehen. Wenn mein Antrieb das kann, kann ich natürlich da auch noch runter gehen. Ob es wirklich Sinn macht, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Also diese 5 km/h sind auch die Empfehlungen vom Entwickler vom Open Car System. Von daher habe ich meine Fahrzeuge auch so abgestimmt, dass alle diese 5 km/h irgendwo können. Weil alles andere ist dann auch schon ein bisschen arg viel Gegrieche und hin und her. Ja, und wenn ich jetzt halt sage, ja, auf meiner Anlage werden maximal 70 km/h gefahren, dann würde ich einen Antrieb vielleicht designen, der maximal 90 kann. Eher vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Aber ein bisschen Reserve sollte man haben. Und wenn ich dann das hier habe und dann schaue ich hier unten mal, ja, ich habe jetzt halt von 28, 25 beziehungsweise von 127, 115 Fahrstufen ausgenutzt. Jo, jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie groß hier meine Geschwindigkeitsunterschiede pro Fahrstufe sind. Wir haben wieder die 65 und haben hier wieder 414, also das sind, kann man ungefähr sagen, pro Fahrstufe 0,5 km/h. Mal einfach mal so salopp gesagt. Und jetzt merkt vielleicht der eine oder andere auch schon, ja, dass halt sowas dann doch schon wesentlich eleganter ist. Und damit fährt natürlich mein Fahrzeug viel eleganter auf der Anlage. Ja, und dass dem Ganzen auch so ist, zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Ich gehe jetzt einfach mal her und lege jetzt noch mal meine 1,2 Volt hier an. Wir haben hier unsere 70 km/h und jetzt drehen wir einfach mal auf 2 Volt hoch. Ja, da haben wir schon da haben wir schon 91 km/h. Also mein Fahrzeug wird hier schon 91 km/h fahren. Gehen wir mal Richtung 3 Volt. Ja, jetzt haben wir schon 193 km/h. Ja, und wenn wir jetzt hier sogar noch auf 3,7 mal hochgehen, ja, da haben wir schon 207 km/h. Beziehungsweise, ja, jetzt haben wir die 228 km/h. Also ihr seht, diese Zahlen, die ich hier hingeschrieben habe, ja, die sind jetzt irgendwo an den Haaren beigegriffen. Aber so wäre es ungefähr, wenn ich jetzt vielleicht hier so ein Faller-Car-System-Fahrzeug Antrieb nehmen würde und würde da einen Car-Decoder dranhängen. Ja, da brauche ich mich dann nicht wundern, wenn das Ding am Ende blöde läuft. Auf den jetzt folgenden Seiten möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man jetzt ein optimales oder ein Getriebe ausrechnen kann, das näher an das zweite Diagramm drankommt. Dazu müssen wir jetzt natürlich erstmal ein bisschen rechnen. Zum einen, naja, in den ganzen Diagrammen haben wir die ganze Zeit von Kilometer die Stunde geredet. Ja, und unsere Motoren hier, ja, da kriege ich keine Angaben, oder auch unsere Getriebe, ja, da kriege ich keine Angaben von Kilometer die Stunde, sondern da heißt es immer Umdrehungen die Minute. Ja? Also RPM. RPM ist Englisch und bedeutet Revolutions per Minute. Deshalb müssen wir jetzt natürlich erstmal gucken, ja, für 5 km/h, wie schnell muss denn da mein Antrieb überhaupt noch drehen? Ja, beziehungsweise, was legt denn jetzt eigentlich die 5 km/h zurück und
die ganze Zeit haben wir ja auch von Kilometer die Stunde geredet. Das ist ja alles, sag ich mal, wir reden ja, wenn wir beim Fahrzeug reden, das soll 5 km/h fahren, dann ist es ja nicht 5 km/h im Modell, sondern 5 km/h in der Realität. Da spielt ja unser Maßstab noch mit rein. Deshalb müssen wir jetzt eine ganze Menge rechnen. Auch hier habe ich mal kurz nochmal für jeden, da ich nicht weiß, ob es jeder weiß, sage ich mal, habe ich es hier einfach nochmal hingeschrieben. Was bedeutet eigentlich km/h? Das bedeutet nichts anderes, wie das Fahrzeug legt eine Strecke S in einer Stunde T, T ist für Zeit, zurück. Ja, Beispiel, 1 km die Stunde ist, das Fahrzeug legt in einer Stunde 1 km zurück. Und 1 km kann man eigentlich so aus, ist nichts anderes wie 1000 Meter, 100.000 Zentimeter oder 1 Million Millimeter. So. Und eine Stunde ist nichts anderes wie 60 Minuten bzw. 360 Sekunden. Unsere Vmin waren ja die 5 Kilometer die Stunde und das ist nichts anderes wie 5000 Meter in 60 Minuten. Da wir ja jetzt wissen wollen, wie viel Meter sind denn das dann in der Minute, ja, weil ich will ja alles pro, ich will ja Umdrehungen bringen pro Minute, dann muss ich auch wissen, wie viel Meter sind das in der Minute. Ja, da bringen wir 60 Minuten nichts. Deshalb müssen wir nichts anderes machen, wie unsere Strecke durch die Zeit teilen. Und das war nichts anderes wie 5000 Meter durch 60 Minuten macht 83,3 Periode 3 Meter die Minute. Und das sind Meter in der Realität. Das heißt, wenn wir draußen auf der Straße mit unserem Fahrzeug 5 Kilometer fahren, die Stunde, 5 Stundenkilometer fahren, legen wir in der Minute 83,3 Periode 3 Meter zurück. Schön. Aber für unser Modell bringt uns das noch nichts. Wir wollen ja jetzt wissen, welche Strecke muss ich im Modell zurücklegen. Deshalb müssen wir das Ganze jetzt nochmal durch unseren Maßstab teilen. Da ich jetzt hier H0 habe, teile ich das durch 87. Will ich das in N haben, teile ich das Ganze durch 160, für TT durch 120. Und so weiter halt, je nachdem, was für einen Maßstab ich habe. So, das machen wir auch gleich, dann kriegen wir raus 0,9579 Meter die Minute muss mein Modellfahrzeug zurücklegen. Also kann man sagen, roundabout 1 Meter in der Minute muss mein Fahrzeug zurücklegen, damit es 5 km/h in der Realität fährt. Das ist aber auch immer noch eine ganz schöne Strecke. So. Da mir im Modell mit Meter das Ganze ein bisschen blöd ist, ja, im Modell rechnen wir ja mit kleineren Maßeinheiten von Zentimeter und Millimeter, rechne ich das Ganze jetzt einfach nochmal auf Millimeter um. Deshalb nehme ich den Wert Ganze mal 1000 und bekomme dann raus 957,9 Millimeter in der Minute. Muss mein Fahrzeug zurücklegen, um 5 reale Kilometer zu fahren. So. Ja, jetzt gucken wir mal unser Auto an und jetzt müssen wir halt mal überlegen, ja, was legt jetzt die Strecke zurück? Ja, das ist im Prinzip nichts anderes wie hier unser Antriebsrad. Ja, das dreht sich und mit jeder Umdrehung, jedes Mal, wenn sich das einmal dreht, tut es einmal den Radumfang zurücklegen. Ganz vereinfacht, ich berechne hier jetzt keine Schlupfwerte und so weiter. Wir sagen jetzt, das ist 1 zu 1. Eine Umdrehung ist gleich einmal den kompletten Umfang. Heißt also, damit das Fahrzeug diese Strecke zurücklegen kann, muss ich das Rad Anzahl x drehen. So, und wie kriegen wir jetzt die Raddrehzahl heraus? Das ist die RPM, Revolutions per Minute. Die ist ganz einfach. Das ist unsere Strecke in der Zeit.
durch den Radumfang. So. Ja, jetzt können wir halt hier schlecht irgendwas drumlegen und so weiter, ne? Deshalb gab es hier mal einen ganz, ganz cleveren Menschen, der hat nämlich rausgefunden, dass unser Radumfang Pi mal der Durchmesser ist. Und Pi hat er definiert mit circa 3,14. Also wenn ihr mit 3,14 rechnet, dann passt das. Die Zahl ist natürlich ellenlang normal. So, heißt also, unser Umfang ist nichts anderes wie D, der Durchmesser, mal Pi. Deshalb setzen wir das jetzt hier ein. Bob kriegt die Formel. Ja, und hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Beispielswerte hingelegt. Für H0-Fahrzeuge, LKW, Busse und so weiter, die haben circa alle so 12 mm Raddurchmesser. Da sind es dann 37,86 mm Umfang. Und bei PKW und so weiter, ja, da können wir mit 6 mm relativ gut rechnen. Da sind wir dann bei 18,84. So, hier rechnen wir es jetzt nochmal kurz durch, damit wir das alles nochmal vollständig haben. Die Strecke in der Minute durch die 12 mm mal die 3,14 und da kriegen wir dann raus, 25,42 Umdrehungen die Minute muss mein Fahrzeugrad sich drehen, um diese 5 km/h zurückzulegen. So, soweit, so schön, soweit, schön und gut. Jo. Jetzt wissen wir zumindest mal, wie viel Umdrehung unser Rad machen muss für 5 Kilometer. So. Und jetzt könnte man ja einfach sagen, so machen es die meisten, habe ich früher auch eigentlich gemacht, bis ich mir da mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht habe. Ja, könnte man einfach sagen, ich nehme hier einen Motor, knall hier eine Schnecke drauf, nehme hier ein Zahnrad. Meine Schnecke hat eine Gangzahl von 1. Ja, heißt also, und mein Zahnrad hat 30 Zähne, heißt also, meine Getriebeübersetzung ist 30 zu 1. Habe ich hier eine Gangzahl von 2, wäre das bloß noch 15 zu 1. So, jetzt könnte man natürlich sagen, wunderbar, bupp, so mache ich das. Dann wäre bedeutet, ich habe 25,42 Umdrehungen mal die 30, die Getriebeübersetzung. Ja, läuft halt mein Motor mit 762 Umdrehungen die Minute. Jo. Und genau das ist der größte Fehler, den viele Modellbahner machen. Und sich dann halt wundern, warum ihre Fahrzeuge nicht ordentlich laufen. Denn auch ein Elektromotor hat gewisse Eigenschaften und an denen komme ich einfach nicht vorbei. Und warum das jetzt so ist, dazu schauen wir uns mal im Schnellverfahren an, wie so ein E-Motor eigentlich funktioniert. Ein E-Motor arbeitet eigentlich nach 2 physikalischen Gesetzen. Das eine Gesetz ist einfach das Thema, das physikalische Gesetz des Magnetismus. Ja, jeder kennt das ja, ich habe einen Magnet, jeder Magnet hat einen Süd- und einen Nordpol, so wie auch unsere Erde einen Süd- und einen Nordpol hat, weil im Prinzip ist unsere Erde nichts anderes wie ein großer Magnet. Hat also jeder Magnet einen Süd- und einen Nordpol und hier ist einfach das physikalische Gesetz, gleichnamige Magnetpole, die stoßen sich ab und ungleiche Magnetpole, die ziehen sich an. Ein weiteres physikalisches Gesetz ist, wenn ich einen Eisenkern habe, ja, und wickel da eine Spule drum und lege hier eine Spannung an, dann kann ich den magnetisieren. Ja, und wenn ich dann die Stromrichtung umdrehe, dann kann ich ihn in der andere Richtung magnetisieren. Und wenn ich diese Gesetze verkapiert habe, dann habe ich auch die Funktionsweise von dem E-Motor kapiert. Zumindest diese E-Motoren, die bei uns in den K-Systemfahrzeugen verbaut werden. Gerade der E-Motor ist eigentlich der einfachste Motor, den es auf dieser Welt gibt. Denn im Prinzip ist jeder E-Motor, der bei uns in den K-Systemfahrzeugen verbaut ist, nach folgendem Schema aufgebaut. Ich habe hier einmal den Dauermagnet im Stator, ich habe hier einen Eisenkern im Rotor und ich habe hier eine Spule aus Kupferlackdraht.
Ja, und dieser Eisenkern, wie es halt schon heißt, Rotor, der kann rotieren und der ist hier drehend gelagert in der Mitte. Oh. Lege ich jetzt hier an meine Spule eine Spannung an, dann wird mein Eisenkern magnetisch. Ich habe hier den Nordpol, hier den Südpol. Und mein Rotor beginnt sich zu drehen, bis eben beide Magnetpole in der im Gegensatz stehen und sich anziehen. So. Jetzt dachte man, naja gut, okay, soweit ja gut. Aber wenn das halt nur bis dahin geht, ja, wie kriege ich jetzt meine Drehbewegung hin? Weil jetzt geht ja nichts mehr weiter. Ne? Und genau deshalb hat ein jeder E-Motor noch ein viertes Bauteil sozusagen, nämlich den Kommutator. Und der macht eigentlich nichts anderes, man sieht es hier schon, wenn man sich das genau anguckt, der macht eigentlich nichts anderes, wie genau in dem Moment, wo unsere beiden Magnetpole gegenüberstehen, sich also hier so gegenüberstehen, polt der die Stromrichtung in unserem Eisenmagnet, in unserer Spule um und magnetisiert somit den Eisenmagnet um und meine Bewegung kann weiterlaufen, weil ich plötzlich wieder gleichnamige Pole habe und die stoßen sich ab. Jetzt wird jeder sagen, ja schön, schön, dass ich das jetzt mal gesehen habe und dass ich das jetzt mal weiß, aber ja, was hat das jetzt für Auswirkungen auf unseren Antrieb bzw. auf unser Antriebsdesign? Ja, tja, da kommen jetzt halt solche Physik auch wieder Eigenschaften hinzu, die man halt einfach bedenken muss bei so einem Design. Denn ja, diese Drehbewegung, die wir hier sehen, ja, die ist natürlich nicht sofort beim Anlegen von einer Versorgungsspannung da. Denn zum einen brauchen wir natürlich erstmal eine gewisse Mindestspannung, ja, damit ich hier den Eisenkern stark genug magnetisieren kann, um eben diesen Abstoßeffekt in Gange zu bringen. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, diese Drehbewegung, die muss natürlich im Gang bleiben. Und dafür brauche ich natürlich auch eine gewisse Mindestdrehzahl, ja, damit die, sag ich mal, diese Drehbewegung hier nicht ins Stocken gerät. Und da ist es halt auch so, sage ich mal, je kleiner die Motoren sind, ja, desto weniger Masse habe ich ja hier, die an der Drehbewegung teilnimmt. Und je weniger Masse ich habe, die hier an der Drehbewegung teilnimmt, desto größer muss natürlich meine Mindestdrehzahl sein, weil je weniger Masse ich habe, desto weniger Massendrehigkeit habe ich. Und das muss ich halt einfach ausgleichen mit der Drehzahl. Und da ist es halt auch wirklich tatsächlich so, je kleiner mein Motor ist, desto höher muss halt einfach meine Mindestdrehzahl sein. Weil je kleiner der Motor, desto weniger Masse und desto mehr Schwung brauche ich einfach. Ein weiteres Thema, wo wir natürlich jetzt auch noch berücksichtigen müssen, ist natürlich, ich habe ja eben gesagt, ich brauche hier eine gewisse Mindestspannung und eine gewisse Mindestdrehzahl, dass hier meine Drehbewegung aufrechterhalten bleibt und dass ich hier eine kontinuierliche Drehbewegung habe. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt hier so einen Antrieb, so ein Getriebe habe, ja, das ganze Teil, sage ich mal, das hemmt natürlich auch meinen Antrieb. Ja, ich brauche ja hier die Antriebsleistung und das heißt, das Getriebe intern hat natürlich auch eine gewisse Selbsteigenhemmung und die muss ich natürlich auch mit berücksichtigen, was ich natürlich auch wieder auf meine, sag ich mal, Start- bzw. Mindestdrehzahl auswirkt. Und ja, damit ihr das jetzt auch mal sehen könnt, dass das nicht einfach nur so dahergeredet ist, sondern dass es auch wirklich so ist, habe ich jetzt hier mal so eine Versuchsanordnung aufgebaut. Ich habe hier einmal meinen Motor, da habe ich jetzt mal, dass man dann die Drehbewegung sieht, so ein Fähnchen dran gemacht. Der läuft sozusagen hier im Leerlauf. Und dann habe ich hier mal noch so eine Antriebseinheit von mir. Ja, da werden wir jetzt einfach mal sehen, wie sich das Ganze verhält. Ich habe hier das Multimeter, da werde ich jetzt mal Spannung drauf geben auf das Ganze und dann schauen wir mal, ab wann der Motor anfängt zu laufen, beziehungsweise ab wann meine Antriebseinheit anfängt zu laufen.
So, ich fange mal an. Ich drehe mal langsam, ganz, ganz langsam die Spannung hoch. So, und jetzt sehen wir, dass bei 0,074 Volt oder 0,075 Volt, also bei 75 Millivolt, mein Motor hier schon ganz langsam anfängt zu drehen. Naja, langsam, das sind auch schon so 400, 500 Umdrehungen die Minute, ne? Jetzt wird jeder sagen, hey, klasse, aber was habe ich jetzt für ein Problem? Wir haben vorhin gesagt, ja, wir brauchen ungefähr, das wären dann ungefähr 700 Umdrehungen bei 1:30. Passt doch hier, ne? Ja, das ist jetzt Leerlaufdrehzahl. Wir sehen ja auch, mein Antrieb, der macht da hinten noch gar nichts. Und wenn ich jetzt einfach mal hergehe und gehe mal Richtung meinen Antrieb und fange mal an, hier eine kleine Last drauf zu geben, dann merke ich, bupp. Sobald ich hier eine kleine Last drauf gebe, bleibt das sofort stehen. Also die Leistung, die der hier abgibt, kann ich noch gar nicht nutzen. So, und jetzt drehen wir einfach mal weiter hoch und schauen mal, was passiert. So, jetzt sehen wir zum Beispiel, bei ca. 0,1 Volt hat er jetzt genug Kraft, diesen ganz minimalen Last, die ich ihm da momentan aufgebürde, ja, dass er die überwindet. Ja, allerdings, mein Getriebe hier hat halt immer auch noch ein bisschen mehr Power. Da passiert noch gar nichts. Und wenn ich jetzt hier mal wieder, also ich gehe da wirklich mal her und gehe mal mit so einem Ding hier neben rein und schiebe jetzt mal ganz wenig. Wupp. Ich habe also, man hat es eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe mir jetzt nur ein ganz, ganz kleines bisschen mehr Last gegeben und schon steht er wieder. Also mit der Leistung kann ich immer noch nichts anfangen. So, und dann drehen wir mal weiter auf. Und jetzt drehe ich mal auf, bis hier mal mein Getriebe anfängt. Und da merke ich halt einfach schon, ja, das ist natürlich schon eine wesentlich höhere Kraft. Allerdings sieht man jetzt gerade, das Getriebe ist auch wieder stehen geblieben. So ganz reicht das noch nicht. Deshalb gehe ich jetzt hier mal hoch und ich sage mal so, ab 200 Millivolt, 2,1 Millivolt, ja, da habe ich jetzt genug Power, dass ich auch hier einmal an dem Antrieb hier schon ein bisschen Kraft zur Verfügung habe. Ja, weil das bringt mir ja auch nichts, wenn der sich dreht, aber ich habe keine Antriebsleistung. Und wenn ich jetzt hierher gehe, und jetzt kann ich auch hier mal wieder ein bisschen mehr, jetzt merkt man, der Motor hat schon richtig Kraft. Also ich schiebe jetzt hier immer weiter zu und hier kann man richtig sehen, also man hört es auch jetzt schon, ja, was für eine Kraft der Motor hat bei 200 Millivolt. Und so kann ich jetzt sagen, das ist ungefähr die Spannung, mit der ich bei meinen K-Systemfahrzeugen arbeiten kann. Und das ist so meine Mindestdrehzahl. Ja, also nicht Mindestdrehzahl bei null Last, sondern Mindestdrehzahl bei einer nutzbaren Leistung. Jo, jetzt wissen wir natürlich, kennen wir natürlich unsere Spannung, ja, die quasi der Motor hier benötigt, um überhaupt mal richtig arbeiten zu können. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, was ist denn das jetzt für eine Drehzahl? Und ja, am einfachsten wäre es natürlich, wenn das die Hersteller von den Motoren bzw. die Händler, die die Motoren verkaufen, einfach angeben würden. Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, das macht keiner. Ja, leider bei keinem Händler, wo diese Motoren anbietet, steht diese Drehzahl im Datenblatt. Ja, ist schade, aber können wir halt nichts machen. Heißt also, es bleibt uns nur ein Selbstversuch, beziehungsweise, also zumindest, sage ich mal, da wo ich meine Motoren kaufe, ja, der gibt zumindest mal ein bisschen ein umfangreicheres Datenblatt aus. Ja, man kann das hier sehen, da steht jetzt zwar allerhand drauf, aber leider ja nicht das, was ich eigentlich jetzt bräuchte. Aber ja, es gibt zumindest mal an und sagt, ich habe eine Nennspannung, der Motor hat eine Nennspannung von 1,3 Volt und da hat er eine Leerlaufdrehzahl von 11.000 Umdrehungen die Minute. So, und damit habe ich jetzt halt einfach mal, damit konnte ich mal rechnen und damit habe ich mir einfach mal hier so eine kleine Hilfskonstruktion in Excel aufgebaut,
und habe gesagt, okay, bei meiner Nennspannung von 1,3 Volt dreht mein Motor 11.000 Umdrehungen im Leerlauf. Ja, allerdings halt unbelastet. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die zwei Daten habe, dann kann ich das jetzt einfach mal ein bisschen hin und her rechnen und habe mir hier quasi mal so die Spannung in 0,05 Volt Schritten hingeschrieben und habe dann halt hier quasi die Drehzahl hoch und runter gerechnet. Und dann kommt halt hier so ein Diagramm raus. Ja, und dann sehe ich halt, naja, bei 0,2 Volt, da hat mein Motor eine Leerlaufdrehzahl von ca. 1700 Umdrehungen. Ja, das ist so ein Wert, damit kann ich jetzt ein bisschen was anfangen. 100% genau ist das natürlich auch nicht, aber ich sag mir halt, es ist besser wie nix, ja, wie wenn ich ganz im Dunkeln fische. Und deshalb habe ich jetzt bei mir hier einfach gesagt, ich habe meine Raddrehzahl für Vmin von 25,42 Umdrehungen, habe meine Mindestdrehzahl des Motors, die habe ich jetzt hier mal großzügig aufgerundet, weil ich gesagt habe, naja, ich weiß es nicht sicher, ich gehe jetzt einfach mal von 2000 Umdrehungen aus. Ja, ich nehme lieber ein bisschen mehr. Am Ende ist das Ding langsamer, ist besser, es ist zu langsam, da kann ich dagegen wirken, wie wenn es zu schnell ist und ich kann immer ins Langsamere gehen. Deshalb habe ich gesagt, naja, dann gehe ich lieber mal noch ein bisschen hoch, mache statt 1700 Umdrehungen 2000 und dann rechne ich halt meine Übersetzung ganz einfach aus mit I ist gleich Umdrehungen vom Motor durch Raddrehzahl. Und da kommt dann raus 2000 Umdrehungen die Minute Motor durch 25,42 Umdrehungen von meinem Fahrzeug und das macht dann 78,68. Übersetzungsverhältnis, machen wir das Ganze rund, sind wir bei 79, also 79 zu 1. So, und das war so ein Ding, wo ich sage, okay, ich muss mindestens 79 zu 1 haben. Ich gehe vielleicht sogar noch ein bisschen höher. So, und wenn ich jetzt diesen Wert vom Getriebe habe, ja, dann kann ich ganz einfach auch meine Vmax berechnen. Ja, also die Maximalgeschwindigkeit, die also mein Fahrzeug mit dieser Getriebeübersetzung schafft. Das geht dann auch ganz einfach. Ich brauche natürlich als erstes mal die Drehzahl an meinem Rad. Ja. Da mache ich es jetzt ganz einfach. Ich mache wieder meine Umdrehungen vom Motor und teile die durch das Übersetzungsverhältnis. So, mein Motor kann maximal 35.000 Umdrehungen die Minute. Das ist das, was ich quasi auch wieder aus meiner Berechnung her ermittelt habe. Ja, und dann sage ich 35.000 durch 79 macht eine Raddrehzahl maximal von 443 Umdrehungen die Minute. Ja, und das kann ich jetzt ganz einfach wieder in die Vmax-Formel einsetzen, die da heißt Radumfang mal Drehzahl vom Rad. Mal Maßstab mal 60, weil wir wollen ja die Stunden, wir haben ja dann erst einmal die Vmax in der Minute, wir wollen die ja in der Stunde. Und da wir hier das Ganze ja in Millimeter haben und wir das in Kilometer haben wollen, müssen wir das Ganze zum Schluss noch durch 60 teilen, durch 1.000.000 teilen. Jo, dann hauen wir mal die ganzen Daten hier rein. Teilen das Ganze und dann kriegen wir raus, ja, mein Fahrzeug könnte mit diesem Antrieb maximal 87,14 km/h fahren. Und das, muss ich sagen, ist ein sehr, sehr guter Wert. Damit liegen wir quasi hier in diesem Bereich. Ja, und wir hätten hier eigentlich ein Getriebe, das perfekt diesen Bereich hier abdeckt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich jetzt nicht hier fertige Fahrzeuge von der Firma Faller kaufe und die einfach umbaue, sondern ich halt eigentlich meine kompletten Fahrzeuge komplett selbst umbaue, auch den kompletten Antrieb selbst einbaue. Und das ist halt auch der Grund, warum ich mir hier eigene Antriebe entwickelt habe, ja, weil die einfach diese Anforderungen, ja, abkönnen. Die sind den Anforderungen gewachsen. Und deshalb habe ich mir die Teile hier selbst entwickelt. Genauso, sage ich mal, wenn man jetzt halt hier auch mal im Internet guckt, da gibt es genügend, gerade bei Soul Expert,
gibt es da auch schon komplett fertige Antriebe. Ja, wenn wir hier einfach mal reingucken, hier gibt es aufgebaute Getriebe oder halt Getriebebausätze. Und hier gibt es dann auch so Getriebebausätze. Die haben dann eine Übersetzung von 90 zu 1. Ja, und das sind halt wirklich dann die Dinger, die, ja, die kosten halt auch ein paar Euro, aber damit habt ihr halt auch wirklich dann einen super Fahrzeugantrieb. Hier jetzt nochmal den Vergleich. Ich habe jetzt hier nochmal den Econic draufgestellt und habe jetzt extra mal den Motor vom Kardecoder abgelötet und habe ihn auch mal ans Netzteil gehängt, damit wir einfach mal auch mal sehen können, wie sich hier die Spannung und hier die Drehzahlen verhalten. Beginnen wir mal wieder so bei diesen 0,2 Volt. Ja, 0,26 Volt, das ist auf jeden Fall ein Wert, sage ich mal, der geht natürlich noch ein bisschen runter. Also bei dem Antrieb wären jetzt, sage ich mal, so Drehzahlen um die 2,7 km/h, beziehungsweise Geschwindigkeiten von 2,7 km/h wären hier mit locker machbar. Ja, also ich mache es nicht, ich gehe, sage ich mal, ich fange immer bei 5 km/h an. Ja, kann ich jetzt sogar hier sogar nicht am Dings richtig einstellen, aber wenn wir es einfach hier mal machen und wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe hier, kann ich nämlich auch den Raddurchmesser einstellen und kann dann hier die Drehzahl ablesen. Ja, da sind wir irgendwo so bei den Drehzahlen, die wir vorhin ausgerechnet haben. Ja, mein Rad ist ein bisschen größer, deshalb sind wir hier bei ein paar weniger Umdrehungen. Ich habe auch hier eine niedrigere Geschwindigkeit, also passt. So, und hier kann ich jetzt halt auch mal den Geschwindigkeitsbereich abfahren. Ich habe jetzt die 1,2 Volt zum Beispiel von vorhin. Ja, da habe ich hier gerade mal 26 km/h auf der Uhr. Ja, und je höher ich jetzt halt hier komme, mit meinem Weg, auch wegen meinem Lipo, ja, wir sind jetzt bei knapp 2,1 Volt. Jetzt sind wir hier bei 47 km/h. Ja. Und so weiter geht es halt, ja. Hier sind wir jetzt schon relativ hoch, ja. Ja, und drehe ich jetzt mal noch so 3,7, 3,8 auf, dann sind wir ungefähr bei 80 km/h. Ja, 80, 81 km/h. Und das ist eigentlich so optimal. Ja, mehr braucht so ein Auto eigentlich gar nicht laufen. Ja, eine weitere Sache, die ich euch noch kurz zeigen möchte zum Abschluss dieses Videos. Ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie man sowas berechnet und so weiter. Ich meine, da ich ja auch, sage ich mal, schon ein bisschen bequem bin und das nicht jedes Mal alles da durchrechnen will, was ich da eben jetzt gezeigt habe, habe ich mir hier so eine kleine Excel-Datei gestrickt. Und hier kann ich halt in den weißen Feldern hier einfach meine Daten eingeben. Ich kann also sagen, was für eine Geschwindigkeit will ich real, was ist mein Maßstab, wie ist mein Raddurchmesser. Ja, und dann kriege ich hier einmal in Abhängigkeit von der Motordrehzahl, wenn ich jetzt hier die 2000 eingebe, ja, dann kriege ich hier einmal mein Übersetzungsverhältnis angezeigt, beziehungsweise wenn ich ein Übersetzungsverhältnis habe von dem Getriebe, sehe ich hier, was ist dann meine Motordrehzahl. Und hier brauche ich jetzt quasi gerade noch die Geschwindigkeit eingeben, ja, und er berechnet es. Er rechnet mir das dann ratzfatz aus, ohne diese 1000 Formeln. Diese Tabelle werde ich mal schauen, die werde ich euch auf meiner Homepage mal zur Verfügung stellen. Ja, wen es interessiert, wer Spaß dran hat an Getriebeberechnung, kann die gerne benutzen. Damit sind wir nun wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich meine, ich hatte jetzt hiermit wirklich nicht den Anspruch, euch zum perfekten Getriebedesigner, Antriebsdesigner auszubilden oder zu machen. Ja,
Für den einen oder anderen war es mit Sicherheit ein bisschen sehr anstrengend und vielleicht auch ein bisschen arg viel Theorie. Aber ich dachte mir einfach, ja, auch das muss ich mal zeigen, was halt einfach auch der Antrieb, je nachdem wie gut oder wie schlecht mein Antrieb ist, was das für Auswirkungen auf die Fahreigenschaften von meinem Fahrzeug hat. Ja? Weil das ist halt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist mein Antrieb Müll? Ja, kann ich so viel Elektronik einbauen, wie ich will? Die Elektronik kann aus Müll kein Gold machen. Ja, und ich sage halt, deshalb kann ich es nur euch nochmal wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr so viel Geld ausgibt und euch die Arbeit macht, ja, so ein Open-Car-System zu bauen, ja, was alles nicht mit wenig Aufwand zusammenhängt, ja, dann investiert die paar Euro mehr, ja, für einen guten Antrieb, weil danach habt ihr wirklich Spaß mit euren Autos, ja. Also ich meine, es muss jetzt nicht hier mein entwickelter Antrieb sein, die Daten, die kriegt ihr ja auf meiner Homepage zum Runterladen, zum Nachbau. Es kann natürlich auch jeder x-beliebige Antrieb sein, bloß guckt halt, dass er eine gute Übersetzung hat, ja. Also ich sag mal so, über den Daumen, ja, Werte, alles was Werte über 70, 80 zu 1 hat, da könnt ihr nichts falsch machen. Darunter, entweder, wenn es da drunter liegt, entweder es sind Motoren, ja, die halt sehr, sehr langsam laufen, ja, weil sie halt von sich aus sehr groß sind. Ja, wenn ich jetzt so einen 12, 13 mm Motor habe, ja, Der hat natürlich Maximaldreh, der hat wahrscheinlich eine Anlaufdrehzahl von 500. Da kann natürlich mein Getriebe wesentlich niedriger sein. Ansonsten, ja, sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Videos wieder angelangt. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert weiterhin eifrig meinen Kanal, denn nur somit verpasst ihr kein weiteres Video von mir und vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit, ja, weiterhin bleibt oder werdet gesund, ja, es ist momentan wirklich nicht einfach und hoffe halt einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.